正義は勝つ。それはそうだろう。Oh, verdammt, ihr seid ja schon hier. Ich war eben gerade nur bei... Keine Sorge, der Sound, den ich eben gerade eingefügt habe, war nur von YouTube. Ich habe eigentlich nur nach einem Furz-Soundeffekt gesucht und dann kommt sowas. Das ist nicht der Pup-Sound, den ich gesucht habe. Ich fühle dich, Bruder. Ich meine, wie hat er das gemacht? Hat er ein Mikrofon in seine Toilettenschüssel reingehalten? Außerdem habe ich Toilettenpapier verschwendet. Riecht ihr das? Toilettenpapier ist gerade Gold wert. Darum soll es heute aber nicht gehen. Ihr kennt doch bestimmt alle diese 360-Grad-Videos, die vor ein paar Jahren auf YouTube erschienen sind. Kein Mensch will die gucken, weil... Einfach nur, weil man keine Lust hat, da oben rumzuklicken und hier irgendwie rumzuziehen. Ich dachte, heute gucken wir uns mal 360-Grad-Horrorspiele mit der VR-Brille an. Jetzt ist es passiert, der Styli ist da, ich gucke Videos in VR. 360-Grad-Scarecrow, 15 Millionen Aufrufe? Upgraden und Videos ohne Ablenkung an. Oh, nice. Okay, let's go. Was soll denn hier passieren? Okay. Bitte tu nichts. Was ist los? Wieso bleibt er da stehen? Junge, alle... Er war genau vor mir. Okay, das ist nicht so lustig, wie ich dachte. Das ist ehrlich nicht so... Mein Gott, ich will die VR-Brille abnehmen. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Langsam, Smiley. Alles ist gut. Das ist gruseliger als gedacht. Jo, hör auf bitte, hör auf bitte, hör auf bitte. Er ist umgefallen. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, ich bleib stehen, alles ist gut. Ich muss das ein bisschen leiser machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Apex TV 360 Grad. Wie soll ich das sagen? Das ist deutlich schlimmer, als ich gedacht habe. Verdammt, ich schwitze. Falls ihr irgendwann mal in die Kommentare schreiben solltet, hey, Style, ich spiel doch mal ein verdammtes Horrorspiel in VR. Ich link euch einfach dieses Video rein, okay? Das ist schlimm, wenn man drin ist. Okay, für dieses Video kann ich nichts. Autoplay hat mich direkt ins nächste Video reingeworfen. Und wir drücken einfach mal Play. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Aber es sieht so aus, als wäre ich irgendwo zu Hause. Der Fernseher läuft. Irgendwas wird da passieren. Oder? Hallo? Ist hier jemand? Oh nein, die Tür geht auf. Das Video geht 2 Minuten 30 oder so. Das heißt, wir müssen nur 2 Minuten 30 aushalten. Und gar nichts tun. Das hier ist nur eine Aushalten-Challenge. Ich will es schaffen, ohne die VR-Brille abzunehmen. Oh mein Gott, ich bin im Fernsehen, oder? Aber ich kann dir nicht sagen, was das ist. Ist das ein Mensch? Es läuft zur Tür? Oder läuft es zum Bildschirm? Oh, es läuft zum Bildschirm. Aber ich möchte alles im Auge behalten. Der Mensch müsste genau da sein. Okay. Ist alles gut? Oh mein Gott, da ist was. Da ist ein Gesicht. Ein Menschengesicht. Das ist ganz schlimm. Oh, das war's schon. Jeremy. Oh nein! Ich habe nur das Thumbnail gesehen und ich guck mir das nicht an. Bin ich krank oder so? Annabelle 360 Grad. Auf gar keinen Fall. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Nein. Terror 360... Alter. Wir gucken uns Duck Season an. Das kenne ich wenigstens. Du weißt, was ich will. Alter, Werbung in VR kickt irgendwie. Geil. Jetzt will ich eine Katze haben. Oh, Duck Season. Wie benutze ich meine Shotgun? Da ist die Mutter. Oh Gott, das ist so viel Nostalgie, wenn man einfach im Spiel drin ist. Wie geil ist das denn? Ich meine, Duck Season gab es in VR, aber das ist irgendwie anders gerade. Vor allen Dingen, weil ich locker 10 Meter über Boden fliege.
Oh, nice. Verdammt. Haben die auch den Bären geschossen? Weil das wäre nichts Gutes. Steuern kann ich ja nicht. Oh nein, wir treffen die. Oh, das hier springt die ganze Zeit einfach nur zu den Keyparts vom Spiel. Das ist der Traum. Das Kind schläft. Der Controller fliegt da irgendwo. Das heißt, wir müssten gleich wieder in das Spiel reinkommen. Momentan ist es noch nicht gruselig. Kind wacht auf. Perfekt. Meine Mutter lebt auch noch. Das muss das muss man appreciaten. Spiel Level 7. Guck auf deine rechte... Okay. Was ist jetzt passiert? Ist der Hund schon hier? Oh nein, wir springen gar nicht mehr in das Spiel rein. Okay. Das ist jetzt wirklich ein bisschen creepy. Hier muss irgendwas sein. Aber wo? Ah! Oh nein. Meine Mama ist tot. Okay, den Part des Spiels kennen wir. Wir bewegen uns nicht eigenständig. Das ist alles das Video. Jetzt kämpfen wir gegen den Boss. Wenn wir ihn nicht besiegen sollten, ist es das Stuck Forever Ending. Oh mein Gott. Wir haben die goldene Knarre. Wie nice. In die Augen. Perfekt. Und nochmal. Alter, ich hab's drauf. Verdammt. Wer das Video auch gemacht hat, spielt das Spiel auf jeden Fall besser als ich. Yo, das war's schon für ihn. Duck Season. Ich glaube, jetzt haben wir das gute Ende erwischt, oder? Obwohl, meine Mutter ist immer noch tot. Kein gutes Ende. Es gibt kein gutes Ende. Hallo? Was war das? Ich sehe einen Schatten. Von wo kommt das? Das Kabel bewegt sich einfach. Oh Gott, das macht mir Angst. Es wird immer lauter. Jo, alles gut? Wo ist hier irgendwas? Behind you? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ey, du kannst auch einfach wegbleiben von... Ich hoffe, du landest im Knast, verdammt! Okay, das Gute ist, das letzte Video fand ich jetzt nicht so creepy. Aber es hat gut getan, sowas zur Abwechslung mal zu gucken, weil es gibt so... Alter, ich hätte mir nicht vorgestellt, ganz ehrlich, dass es so übel sein sollte in VR. Deswegen, Leute, beende ich jetzt hier erstmal die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wenn ihr vielleicht noch ein, zwei VR-Horror-Videos sehen wollt, dann nicht hier. I hit the function, hit the rose till I hiccup.